Hallo zusammen, ich begrüße Sie hiermit zu einer neuen Folge von Kunst und Kochen. Haben Sie viel Spaß. Wie ihr sehen könnt, habe ich für das heutige Mittagessen Fleischpflanzeln mit Bratkartoffeln schon mal einiges vorbereitet. Wir brauchen 500 Gramm Hackfleisch, eine eingeweichte Semmel. Wir haben hier bereits gekochte Kartoffeln, Salz, Pfeffer, Petersilie, ein Ei, etwas Senf und eine Zwiebel. Und das Wichtigste dabei ist, dieses Bier, das ist nämlich für den Koch. So, ich werde jetzt die Kartoffeln schälen und die ganzen Gewürze und Zutaten in das Hackfleisch geben. Und das dauert jetzt eine Zeit, da muss ich jetzt nicht die Kamera die ganze Zeit mitlaufen lassen. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Kartoffeln jetzt geschnitten und die ganzen Zutaten in das Hackfleisch reingegeben. Ich werde also jetzt, nachdem die Zwiebeln auch schon glasig gedünstet sind, die Bratkartoffeln dazugeben. Und dann gleich noch etwas Salz hinterher. Etwas Pfeffer. Und das frankenliebstes Gewürz, nämlich Majoran. So, die andere Pfanne haben wir auch schon hingestellt, die ist auch schon eingeschalten. Ich habe etwas Öl rein, das ist übrigens auch eine Pfanne von Steffen Hensler, die mag ich auch sehr gerne. Und jetzt machen wir die Fleischpflanzen. Wenn meine Nachbarin, die das wieder jetzt zuschaut, dann wird sie auch verstehen, warum ich jedes Jahr so viel Petersilie von ihr brauche. Jetzt nehmen wir die erste Masse raus. Und dann eine schöne Frikadelle. Und die geben wir jetzt hier in die Pfanne, eine nach der anderen rein.
Temperatur von den Bratkartoffeln, die ist etwas höher, weil die brauchen erfahrungsgemäß länger als die Fleischpflanzung. Die Kartoffeln stehen jetzt auf 6 und die Fleischpflanzung lasse ich jetzt langsam mitlaufen auf 3 und dann sind die in ungefähr 20 bis 30 Minuten beide parallel fertig. Und so lange schalte ich das Ganze hier wieder auf Pause. Ganz nebenbei machen wir uns jetzt noch einen kleinen gemischten Salat mit Eisberg, Paprika und Tomaten. Und und gelegentlich schauen wir auch noch nach unseren Bratkartoffeln und Fleischflammen. Die Bratkartoffeln nehmen schon schöne Farbe an. Schauen wir uns die Fleischpflanzen machen. Auf einer Seite. Und noch ein paar Tomaten reinschneiden. Ein
unsere Salatkrönung geben. Einen Löffel hier rein. Olivenöl geht auch aus. Gut, dass wir immer noch Reserve zu Hause haben. Teelöffel voll süßen Senf, einen Schuss Sahne, der Senf dient hier übrigens als Emulgator und somit wird die Salatsoße ziemlich dickflüssig. Und für den Geschmack geben wir heute etwas rosanen Curry dazu. Den gibt es auch nicht überall zu kaufen. Solche edlen Dinge bekomme ich sehr häufig von meinem Sohn Philipp, der jetzt in Bali lebt. Und das gibt einen tollen Geschmack dann in dem Salat. Der Salat ist fertig, den stelle ich jetzt schon mal auf den Tisch und kümmere mich dann um die restlichen Dinge, die dann ebenfalls bald fertig sind. So, das Essen ist jetzt fertig. Wie ihr seht, sind die Bratkartoffeln schon schön braun, die Fleischpflanzen auch. Und deswegen bringen wir das Ganze jetzt zu Tisch.